Hallo, moin, willkommen zurück hier. Die nordfriesische Marsch ist wieder da und wir haben Arbeit. Wir haben Missionen, rein theoretisch auf beiden Feldern hier sogar. Warte mal, können wir da vielleicht sogar durchziehen von ein aufs andere? Das wäre doch am genialsten. Ja, Missionsarbeit steht an. Wir gucken, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen, weil der Kalk uns so langsam aber sicher auffrisst. Das heißt, da müssen wir uns vielleicht auch mal überlegen, dass wir irgendwann in naher Zukunft ja auch die Kalkproduktion uns zulegen. So, jetzt müssen wir hier erstmal gerade machen. Ich brauche das. Das hat hier. So, guck mal, das passt. Und los geht's. Ja, gucken wir mal, dass wir da vielleicht wirklich direkt rüberziehen auf das andere Feld. Ja, und sonst die Versorgung der Produktion läuft weiter. Die Kollegen sind alle irgendwo am Fahren, was zu fahren geht. Man sieht es ja auch links oben im Vehikel hat. Es ist einiges unterwegs. Es wird gedüngt, es wird Gärreste gefahren, es wird gekalkt, es wird Silage gefahren, es wird Wasser gefahren. Und es werden Hackschnitzel gefahren. Also, ja, es läuft sozusagen. Gut, da steht jetzt zwar ein Baum, aber da können wir ja kurz mal außen rum zirkeln. Ja, und dass das Feld jetzt hier ein bisschen weniger ist hier, dass hier ein kleiner Rand bleibt, hoffe ich mal, dass das nicht so schlimme Auswirkungen hat. Das werden wir dann gleich mitbekommen. Ja, wir müssen unbedingt irgendwie zu Hackschnitzeln kommen. Das wird immer wichtiger, immer wichtiger. Ja, und unsere Bäume brauchen halt, glaube ich, noch ein wenig. Ja, wäre die andere Option, irgendwo noch ein Waldstück kaufen. Und da erstmal alles abraspeln, müsste man sich wirklich überlegen. So, wie sieht es denn eigentlich aus in der BGA? Wie viel Gärreste haben wir denn noch? Wir fahren da ja schon die ganze Zeit weg. Gut, es sind noch 880.000. Joa! Da können wir den Separator doch noch ein bisschen weiter befüllen. Und zur Not hätten wir ja auch noch ein bisschen Gülle. Wobei, die würde ich halt doch lieber entweder in die Düngeproduktion oder in die BGA bringen. So. Tja. Gibt es jetzt aktuell nicht viel zu sagen. Gut, wir können noch mal gucken, missionstechnisch. Oh, noch mehr Düngemission. Klar, nehmen wir alle mit. Wir brauchen das Geld und Dünger haben wir, also kostet uns das Ganze ja nichts. Besser kann es ja gar nicht laufen. Und wie gesagt, der Kontostand wird immer weniger wegen Kalkeinkauf. Wir sind ja hier oben. Mal gucken, wie weit wir da sind. Ja, man sieht, er ist noch nicht so sonderlich weit gekommen. Und da werden noch einige Wagen an Kalk draufgehen. Und deshalb brauchen wir Geld.
So, hier passen wir jetzt zwischen den Bäumen durch. Ups, perfekt. Ja, ist auch mal entspannt, so ein bisschen einfache Düngen hier. Keine großen Gedanken machen, einfach hoch und runter fahren. So, was dann eben noch interessant wird, wie schnell vermehren sich unsere Viecher? Also hier, die sind schon bei 20%, die Hühner werden relativ schnell mehr werden. Das ist aber auch wichtig, weil den Stall wollen wir voll bekommen. Bei den Schweinen geht's auch voran. Da müssen wir irgendwann mal noch Wasser nachfüllen und andere Sachen. Aber das können wir mal in einer ruhigen Minute dann machen. Weil bei den anderen Stellen, eben beim Schweinestall und so, da habe ich noch kein Autodrive für Wasser und so angelegt. Das heißt, das müssen wir alles noch selbst machen im Moment. Wird sich vielleicht irgendwann noch ändern, aber erstmal nicht. So. Ja, Düngeherstellung, Gülle. Ich glaube, den, weiß gar nicht, haben wir den Güllepunkt am Kuhstall schon eingefahren? Müssten wir dann mal gucken. So. Ja, das Gute ist, wenn wir jetzt gucken, im Info hat die beiden obersten Zeilen, das sind die, die irgendwann demnächst eh deaktiviert werden. Also Pelletfabrik Hackschnitzel, Pelletfabrik Heu. Hackschnitzel in der Zellstofffabrik, das läuft, das sind wir bei 6 Stunden 14 Laufzeit. Nachschub ist unterwegs, aber die verbraucht halt auch wahnsinnig viel Material. Das müssen wir schon sagen. Ich glaube, so viel. Wir müssen irgendwo Holz herbekommen. Wir brauchen Hochholz, damit wir Hackschnitzel machen können. Ja, die andere Option wäre halt, Hackschnitzel dazu zu kaufen. Wir können ja mal gucken, was in der Zellstofffabrik 1000 Liter Hackschnitzel kosten würden, wenn wir zu dieser Notlösung greifen müssten. So, Zellstofffabrik. Zellstoff, Hackschnitzel zukaufen. 1000 Liter für 287 Euro. Ist halt ein stolzer Preis. Jetzt sind 1000. Nee, nee, nee. Das ist schön und gut, aber das ist definitiv zu teuer. Dann lasse ich lieber irgendwie die Produktion aus.
Wir können ja aber. Was haben wir denn hier? Guck mal, wir haben auch sehr viel Karton und Papier. Das können wir rein theoretisch. Warte mal, jetzt lass uns doch mal gucken. Hackschnitzel. Wir verbrauchen mehr, wie wir produzieren. Wenn ich jetzt den Schichtbetrieb einfach mal beim Karton ausmache. Dann passt das ja schon. Ja, lassen wir mal so. Und zur Not können wir auch noch komplett Karton ausmachen und so, weil ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt verkaufen. Klopapier ist gut, weil es gutes Geld bringt. Aber das andere ist zwar schön zum Verkaufen, brauchen wir irgendwann für weitere Produktion. Und ja, wenn wir da 150.000 Liter erstmal haben, sollte das erstmal für eine Weile ausreichen. So, wie weit sind wir denn hier? Das ist jetzt hier vorne die 21, da sind wir bei 89%, 91, ja. Ja, werden wir vermutlich noch mal den Streifen da zurück mitdüngen müssen. Zumindest ein Stückchen. So. Wir sind bei 98. Gut, ich könnte jetzt rein theoretisch sagen, wir machen den schmal, aber wir haben so viel Dünger, also da pfeife ich jetzt einfach mal drauf. So, komm, mach die 100 voll. Danke. Nächstes Feld. Die 22. Da sind wir bei ja, 78%. Das könnte eng werden mit Abschluss der Mission. Weil wir doch schon ziemlich viel verbraucht haben. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich kenne mein Glück. Es wird vermutlich genau wegen 1-2% wieder nicht reichen. Aber auch dann wäre es egal. Dann fahren wir halt noch mal hin, holen noch mal nach und fertig. Ja, ich sehe aber auch der Axion oben auf der 78. Hat auch schon 8000 Liter Dünger rausgeballert. Ordentliche Leistung. So, komm, fahr weiter. Nicht stehen bleiben hier. Da tut sich doch was. Ist bei 30% der Mission, also muss er mindestens zweimal Nachschub holen. Vermutlich sogar dreimal. So, und wir sind hier wirklich gleich leer. Ich glaub's nicht. So, und was haben wir? Was sage ich? 98%. Ach, komm. Ja gut, dann lassen wir den noch mal hier Nachschub holen. Da fahren wir einmal hier raus. Ja, es hätte klappen können. So, komm und los. So. Ach, der ist immer noch ordentlich hier am Rotieren. Ja, hier wird gearbeitet. Ja, komm, dann machen wir hier mal ein bisschen weiter. Das ist ja auch noch offen hier. Weiter Kompost fahren. Aber wenn wir hier voll sind, könnten wir rein theoretisch dann mal gucken, die
Zuckerfabrik hat ja Kompost und die Kläranlage. Das sind 199. Oh, was? Oha, hier müssen wir auch demnächst. Ja, da wäre halt auch das Zementwerk wieder schön. Ach Mann, ich könnte wieder so viel Geld investieren, aber Geld, das wir nicht haben. So, Kompost, gut, hier sind es erst 71.000. Oh, ist voll. Kompost ist voll. Dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt Kompost aus der Zuckerfabrik. Zuckerfabrik Schüttgut, wir verkaufen und Kompost. So. Ja, der MP4 ist wieder fertig, um den kümmern wir uns morgen. Ich muss heute die Folge ein bisschen kürzer machen, ihr Lieben. Ich habe gleich noch einen Termin, leider Gottes. Das heißt, wir sehen uns dann morgen schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und sage damit Tschüss, ciao und bis morgen.